Bekanntlich ändert sich ja nichts so schnell wie die Lage. Erinnern wir uns an 2020, der DAX, ja, er ist mitgestiegen, aber maßgeblich verantwortlich für den Anstieg des DAX waren eigentlich die US-Märkte. Die sind nach oben gezogen und die US-Märkte wiederum sind vor allem vom Nasdaq nach oben gezogen worden, von den Tech-Werten, also die als Gewinner eines deflationären Corona-Krisenumfelds galten. Und das war das Muster des Jahres 2020. 2021 haben wir ein anderes Muster. Der Nasdaq seit Februar ist irgendwie der Wurm drin, während der DAX heute zum Beispiel ein neues Allzeithoch erreicht. Nasdaq minus 2% vorhin, als ich noch geguckt habe, kann sich natürlich jederzeit ändern, der DAX mit einem neuen Allzeithoch, eben weil damals in 2020 eben alles schlecht war, was Value war, Autos, Industrie, Finanzwerte, damals Tech super, der DAX hat relativ wenig Tech, aber viel Value und das ist eben jetzt angesagt. Und dass es mit dem Nasdaq nicht mehr so läuft, das hat vorwiegend mit den Staatsanleihen zu tun, respektive den Renditen. Wir sind heute über die 1,7er Marke geklettert im Gefolge der FED-Sitzung, respektive den Aussagen von Jerome Powell. Ein Grund dafür ist auch die Unklarheit nach wie vor, was mit diesem SLR-Relief passieren wird. Also mit dieser Regelung, die eingeführt wurde letzten April und jetzt am 31. März ausläuft, eigenkapitalschonend für die Banken. Wahrscheinlich wird sich die Bank, respektive die New York Fed, am Montag treffen. Man trifft sich immer am Montag und da wird man wahrscheinlich dann entscheiden, wie es weitergeht. Wird das passieren? Wird man also diese Ausnahmeregelung fortsetzen? Wir sehen heute zum Beispiel die großen US-Banken auf Allzeithoch, JP Morgan, Goldman Sachs, das stützt natürlich den Dow Jones, der deswegen viel besser dasteht, oder nicht nur deswegen, eben auch weil da Industriewerte drin sind, besser dasteht als eben zum Beispiel der Nasdaq, der ja mit Tech-Schwergewichten, wie der Name schon sagt, praktisch vollgesogen ist. Und hier sehen wir mal eben jetzt das, was die Fed erwartet in Sachen Wirtschaftswachstum. Das wäre also das größte Wachstum seit Anfang der 1980er Jahre. Gleichwohl will man nichts tun, will man also weiter schön mit dem Fuß auf dem Gaspedal bleiben. Aber das Problem ist eben, was passiert mit den Anleihemärkten, was passiert also mit den Kapitalmarktzinsen? Ich hatte heute Morgen schon gesagt, ja, die Märkte versuchen eben die Schmerzgrenze der Fed auszutesten. Dementsprechend steigen die Kapitalmarktzinsen, weil man sich sagt, hey, ihr könnt nicht die Wirtschaft weiter so stimulieren. Und dann kommt obendrauf noch dieser American Rescue Plan von Joe Biden, also dieser Stimulusplan, 1,9 Billionen. Das ist ein bisschen Fülle. Jetzt sind die Amerikaner schon viel mehr geimpft, da macht viel mehr auf oder ist fast alles auf. Kaum Lockdown in den USA und wie Mohammed El-Erian jetzt, wie ich finde, sehr kompetent zusammenfasst, hat die Fed immer noch die Kontrolle über den Anleihemarkt oder ist da was entglitten? Wie wird sozusagen sich dieser Anstieg der Kapitalmarktzinsen respektive der Anleiherenditen auswirken auf die Liquiditätssituation der Märkte insgesamt? Und das war ja einer der Treiber, diese üppige Liquidität für die Aktienmärkte auch. Und wie anfällig ist die Wirtschaft letztendlich eben für einen Anstieg der Kapitalmarktzinsen? Wird das sozusagen die Märkte volatiler machen? Wird das diese Erholung, die ja sich abzeichnet, 6,5%, wird das dadurch eingebremst, dass die Kapitalmarktzinsen eben teurer werden? Und hier sehen wir, was John Hardy hier in Antwort auf Sten Jakobsen hier weiter twittert. Schulden werden plötzlich relevant. Debt starts to matter. Und das ist genau der Punkt, denn die Fed hat faktisch ja gestern gesagt, auch weil man es nicht klar gesagt hat, aber man ist zumindest nicht eingeschritten, ja, wir lassen mal die Anleihemärkte halt ihr Ding machen, wir werden verbal nicht intervenieren, um die länger laufenden Anleiherenditen zu unterdrücken, also runterzudrücken, und das hat mehrfach Konsequenzen. Wir sehen hier zum Beispiel im Bereich Investment Grade Corporate Bonds, also Unternehmensanleihen, die eine ordentliche Bonität haben, eine Investment Grade Bonität haben, die haben ihr schlechtestes Quartal seit dem Jahr 1981, wie es derzeit aussieht. The cost of funding continues to rise. Also die Refinanzierungskosten, die steigen. Und das ist eben das, was ich meinte, das kann die Wirtschaft ausbremsen. Wenn es eben teurer wird, Schulden aufzunehmen, sich zu refinanzieren, wenn Geld wieder teurer wird, auch wenn die Leitzinsen unverändert bleiben, absehbar, dann hat das durchaus eben Auswirkungen auf die Realwirtschaft. Und wir sehen heute zum Beispiel Philly Fed, der Einkaufsmanager-Index der Philadelphia Fed,
mit dem höchsten Stand seit 1973, Ölkrise damals und vor allem auch die Preise auf dem höchsten Stand seit 1973. Damals standen die Leitzinsen bei 15%, respektive die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe war bei 15%. Das muss man sich mal vorstellen. Jetzt sind wir bei 0%, was die Leitzinsen betrifft. Und wir sehen die Korrelation dann an den Märkten. Russell in Relation zum Nasdaq, wenn man so will. Russell 2000 Value, Nasdaq eben zu Growth Tech. Und die 10-jährige Anleiherendite läuft relativ parallel. Also da scheint es irgendwie einen Zusammenhang zu geben. Und hier sehen wir mal ein ETF für länger laufende US-Staatsanleihen, so überkauft wie noch nie in der Geschichte oder überverkauft, genauer gesagt. Wenn hier dieses ETF fällt, dann steigen die Renditen und das haben sie ja heute gemacht. Da kann natürlich jederzeit mal ein ziemlicher Gegenschlag kommen. Das ist genau der Punkt. Das kann sich auch ziemlich schnell mal als heftige technische Gegenbewegung wieder in die andere Richtung entwickeln, ohne dass der Trend verletzt wird. Denn Trends dauern meistens länger, als man denkt. Und noch gibt es ja wirklich einen sehr überzeugenden Case für weiter steigende Anleiherenditen, wenn jetzt nichts dazwischen kommt. Und wir haben auf der anderen Seite eben beim Nasdaq Bewertungssituationen, die extrem sind. Erinnern wir uns, als wir im Februar 2020 kurz vor der Corona-Krise waren, da waren wir beim Nasdaq, glaube ich, 100 bei 9000 Punkten. Jetzt waren wir bei 13.000 Punkten, also einen Schnaps drüber. Und man bezahlt ein 57% Premium im Vergleich zur Durchschnittsbewertung der letzten 6 Jahre. Also das ist natürlich schon ein Punkt, das ist teuer, aber fast noch teurer sind eben diese Value-Werte inzwischen, nämlich zum Beispiel im Russell 2000. Hier sind die Anleger bereit zu erwarten, dass wir die beste Berichtssaison bei diesen Nebenwerten sehen werden, die jemals der Fall war, nämlich 40% besser als auf dem Allzeithoch im Jahr 2018. Wer glaubt das? Ich glaube das nicht. Dementsprechend ist da ein nicht unerheblicher Korrekturbedarf in manchen Sektoren auch der Aktienmärkte, vor allem beim Russell 2000. Aber jetzt kommen wir vielleicht nochmal zum Grund, warum es dem DAX besser gehen könnte. Wir haben, anders als bei der Fed, eben hier in Europa eine Notenbank und Madame Lagarde, die gesagt hat, nee, ist nicht. Also steigende Anleiherendite, dann werden wir nicht tolerieren. Heute hat sie gesagt zum Beispiel, ja, die Anleihenmärkte, die seien ja der wirtschaftlichen Entwicklung, die wird da vorauseilen. Man wüsste doch noch gar nicht, wie die Wirtschaft sich entwickelt. Naja, weiß Frau Lagarde, wie die Wirtschaft sich entwickelt? Eine nicht schlechte Frage, die hier gestellt wird. Aber klar ist die Absicht, man will hier die Anleiherenditen praktisch nicht steigen lassen. Und das ist natürlich rückenwind für den DAX, der davon auch profitiert. Indirekt, dass die EZB eben klar gesagt hat, im zweiten Quartal werden wir mehr Anleihen kaufen, während die Fed ja die Füße stillhält, bis auf den Repo-Markt, aber den Anleihesektor, die Anleihekäufe relativ unverändert lässt. Also hier eher Rückenwind durch die EZB, auch das ein Faktor, der letztlich den DAX unterstützt. Obwohl hier auch die Inflationserwartungen nach oben gehen, hier in der Eurozone, die 5-4-5-4-Swaps jetzt bei 5% oder 1,5%. In den USA liegen wir da ein sattes Prozentchen drüber, da sind wir jetzt im Bereich von 2,6%. Also, das ist doch durchaus ein Unterschied. Und hier sehen wir mal den DAX seit dem November, also seit der Impfstoffhoffnung. Vorher ging es runter, dann kam am 9. November Pfizer-BioNTech und seitdem geht es nur noch nach oben. Dann erstmal so eine Seitwärtskonsolidierung, jetzt ein neues Allzeithoch heute. Und anders der Nasdaq, der im Februar hier sein Top gemacht hat und dann unter Druck gekommen ist, sich wieder erholt hat, ziemlich genau auf das 61,8er Fibonacci Retracement Level und jetzt wieder nach unten gegangen ist. Und das zeigt sich eben dann in deutschen Aktien, wie etwa bei VW, diese Manie, die in den letzten Tagen gerade bei den Stammaktien der Fall ist, die sich verdoppelt haben in sehr, sehr kurzer Zeit, auch dank amerikanischer Retail-Investoren, also dieser Meute bei Reddit etc. etc., die wahrscheinlich die Aktie verwechseln, aber es ist nicht schlimm, ne? Du kannst ja mal eine Aktie verwechseln, wenn du sie kaufst und sie trotzdem steigt, na, es ist ja wurscht, gell? Na, was haben teilweise Leute schon die falschen Aktien gekauft und riesige Gewinne gemacht? Ja? Und wir sehen auf der anderen Seite dann, dass Volkswagen jetzt auch den Tech-Konzern SAP überholt hat. Auch das symbolisch ein Stück weit. Jetzt praktisch das Unternehmen mit der stärksten Marktkapitalisierung im DAX. Auch das ist ein kleines Wunder. Und das vor allem vor dem Hintergrund, dass wir heute jetzt in Deutschland die höchste Corona-Zahl haben, oder die höchste Infektionszahl mit der Corona
seit dem 28. Januar. Und wenn Sie mich fragen, deutet manches darauf hin, dass wir Ostern wieder richtig schön im dicken Lockdown sitzen. Das sieht nicht so richtig gut aus. Und hier mal eine Umfrage von IFO, die gefragt haben, ja, wie viel Prozent der Unternehmen hier in Deutschland sehen denn ihre Existenz gefährdet? Und dann waren es im Mai 2020 noch 21,8%, im November waren es aber dann nur noch 17,6%. Da war dann auch die Impfstoff-Euphorie da. Jetzt ist dieser Anteil wieder gestiegen, 18,7%. Und wir sehen, dass vor allem im verarbeitenden Gewerbe diese Existenzangst deutlich zurückgegangen ist, im Dienstleistungssektor dagegen deutlich nach oben gegangen ist, auch im Großhandelssektor und natürlich vor allem im Einzelhandelssektor sind die Existenzängste nicht weniger geworden. Hier sehen wir mal die einzelnen Branchen. Beherbergungsgewerbe, zweiter Stelle, dann Reisedienstleister, erste Stelle. Klar, diese Branchen, Gastronomie, Bekleidungsindustrie, das sind die großen Opfer, Einzelhandel inklusive Kfz, das sind die großen Verlierer. Da sagen teilweise über 80% der Unternehmen, wir sind existenzgefährdet. Also, jetzt ist eben die Frage, was wird passieren, wenn es hier in Deutschland wieder zu einem verstärkten, noch verstärkteren Lockdown, es gibt teilweise ja Unterschiede regional, je nach Bundesland, wie hier die Lockdowns gehandhabt werden, aber die Inzidenzwerte steigen. Das wird bedeuten, dass dann ein Automatismus, ein Algorithmus einsetzt, der faktisch dann wieder zu Schließungen führen wird. Das ist wirtschaftlich nicht gut, aber haben sich die Märkte 2020 für die Wirtschaft interessiert? Nein, sie haben sich für die Liquidität interessiert. Und da haben wir offenkundig eine Notenbank EZB, die alles tun wird, um die Liquidität zu gewährleisten, während die Fed zunächst mal zwar die Liquidität nicht reduziert, aber eben faktisch einen indirekten Liquiditätsentzug akzeptiert durch die Akzeptanz der steigenden Anleiherenditen. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt einen wunderschönen Feierabend. Werde heute die Elbe ein bisschen beobachten, ob ich da wieder Schiffsverkehr sehe. Die Elbvertiefung ist ja jetzt abgeschlossen. Hurra! Jetzt wird man feststellen, dass das wahrscheinlich gar nichts bringt, weil eben letztendlich die Weltverkehre sich von Hamburg wegbewegen. Da wird viel an die Meereshäfen hier Antwerpen und vor allem Rotterdam geliefert, immer weniger in Binnenhäfen wie Hamburg, aber Hauptsache man hat die Elbe vertieft, da war ja praktisch auch eine hervorragende ABM-Maßnahme. Bringen tut's nichts, gell, aber die Leute sind beschäftigt, das ist ja auch was Wichtiges, gell. Also ich wünsche einen wunderschönen Feierabend und sag Servus und Ciao.